Ach, Merkel. Hab sie fast schon wieder vergessen. Es ist typisch, also es passt zu ihr, ne? Die vergisst man gerne mal. Ursula, sagst du? Ursaluna. Ursaluna, sagst du. Also können auch Pokémon, die keine Könige oder Königin sind, in Rage geraten? Von Diam und Perla habe ich zwar noch nichts gehört, aber das heißt nicht, dass wir untätig bleiben dürfen. Hinatsu, ich möchte dir vielmals danken, dass du uns über Ursalunas Zustand informiert hast. Unser Anführer ist beschäftigter, als er aussieht. Und die Wächterin von Ursaluna hat mich eiskalt abgewiesen. Ihr von der Galaktik-Expedition seid die einzigen, an die ich mich noch wenden kann. Die Wächterin von Ursaluna ist Yugao vom Perkla, nicht wahr? Von allen Wächtern und Wächterinnen ist sie die starkköpfigste. Ich meine, sie legt großen Wert auf alte Gepflogenheiten. Es gibt eine neue Mission für dich, Toffee. Mach dich auf zum roten Sumpfland und untersuche, was mit Ursaluna geschehen ist. Du darfst auch offensiv Druck ausüben, wenn die Situation es erfordert. Ich darf Druck auf Ursula ausüben. Geile Sache. Als nächstes sollst du das rote Sumpfland erkunden. Die Pokémon dort sind bedrohlicher als jene in Obsidian-Grasland. Dein Weg führt dich durch eine raue Landschaft. Wird dich durch eine raue Landschaft führen, über steile Täler und Küstenklippen. Mit deinem jetzigen Mitgliedsrang kannst du dich ins rote Sumpfland vorwagen. Ich habe Informationen für dich, die dir bei deiner Mission von Nutzen sein werden. Die Wächterin von Ursaluna findest du in den Ruinen des Trostes im roten Sumpfland. Nice. Okay. Aber tatsächlich würde ich dann doch jetzt langsam hier die ein oder andere Nebenquest nochmal machen. Und meine Tasche erweitern. Ja! Für 3000 mache ich das gerne. Was habt ihr denn jetzt noch geschrieben? Ich habe jetzt lange Ruhe gehabt und heute immer im Wechsel. Echt? Krass. Wenn kurz abwesend Kinder ins Bett bringen. Tu das. Hakuna Matata. Es heißt, die Sorgen bleiben dir immer fern. Keiner nimmt uns die Philosophie. Hakuna Matata. So, das nächste Mal kostet es 4500 oder gleich 5000? 5000! Nee, komm, das lassen wir jetzt. Wer weiß, für was ich das Geld noch brauche. Prost. Die Auflösung, ich weiß nicht, es kann auch manchmal sein, manchmal ist es bei Twitch ein bisschen verbuggt, dass wenn mein Livestream läuft, könnt ihr euch nicht aussuchen, ob ihr eure Qualität runterschraubt. Das geht manchmal tatsächlich nicht. Ich mache jetzt die mal. Mich interessiert diese Quest mit dem Driftlon. Mich interessiert die Neger. So eine Abzocke, der Typ. Ja. Oh, ich darf nicht. Ja, der Typ zieht schon ganz schön viel Geld ein. Dafür mal, dass er meine Tasche vergrößert. Aber ganz ehrlich, meine Tasche müsste jetzt eigentlich ganz komisch aussehen. Da müsste er immer wieder neue Flicken dran machen, damit die Tasche größer wird. Oh, Toffee. Du kommst wie gerufen. Das Schicksal will wohl, dass wir miteinander kämpfen. Aha. Will das Schicksal das? Nach einem spannenden Kampf verstehen Pikachu und ich uns hoffentlich noch besser. Stimmt, die hatte ja ein Pikachu, ne? Die hat jetzt zwei Pokémon. Oh, 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 oh. Pantimimi. Och, wie süß. Aber das sollte noch kein Problem sein. Pantimimi ist Fee, ne? Ich bin gerade am Überlegen. Wahrscheinlich mit Bidifas und Biss, oder? Ach nee, das ist ja doch nur normal effektiv. Ich dachte irgendwie Unlicht, aber warte mal hier, Giftschock. Gift wäre gut. Ja, dann wechseln wir auf Paras. Komm, versuchen wir es mal. Pika! Ja, noch nicht. Es ist Panti! Mimi! Sagt Panti Mimi wohl Panti oder Mimi? Was glaubt ihr? Ich muss mal ein bisschen näher rangehen, muss ein bisschen angucken. Ups, nein, ich will nicht fliehen. Ich wollte eigentlich mich ducken. So. Ich kämpfe mal.
Giftschock. Hui! So, jetzt bin ich schläfrig geworden. Na toll. Das kann ich angreifen, weißt du? Aber wenn ich andere schläfrig mache, dann greifen die permanent an, weißt du? So ein Quatsch. Panty ist süß. Panty! Mimi! Gut. Ja, es ist ja kurz vorm Tod. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich es jetzt hinkriegen werde. So, jetzt probiere ich es aber mal aus. Dieses L und R Gedönse. Guck mal, hier jetzt auf Kraft könnte ich. Oder auf Dings. Okay. Warte mal, das machen wir gleich. Machen wir gleich, sobald ich Pantymimi besiegt habe. Jetzt kommt dann Pikachu rein. Wenn ich es richtig interpretiert habe, was sie gerade gesagt hat. Genau. Und jetzt mache ich mal dieses andere. Okay, Ruckzucki Power. Und es darf direkt nochmal angreifen. Danke. Jetzt bin ich paralysiert. Okay, ich wechsle das Pokémon. Was habe ich denn? Dann wahrscheinlich mit Bidifas am besten angreifen. Weil was Besseres habe ich tatsächlich nicht. Es ist nichts Besonderes dabei. Dann nehme ich Bidifas. Und dann mache ich das. Dann mache ich auf. Genau, dann mache ich auf Tempo. Ich versuch's mal. Ach man, hör doch mal auf mit deiner komischen. Okay, es hat wenigstens verfehlt. Okay. Genau, ich mache Walzer auf Tempo. Dann komme ich zweimal hintereinander. Toffi kommt zweimal hintereinander. Auch wie witzig. So. Ja, okay. Gut, ich könnte jetzt auf Kraft machen. Weiß, du sagst es. Oh Gott, Alter. Ja gut. Ich hätte jetzt auch auf Kraft machen können, wenn ich jetzt noch überlebt hätte. Das Ding ist nur, es wäre nicht notwendig gewesen, weil sieht ja, wie wenig Lebenspunkte Pikachu noch hat. Also das ist jetzt nicht mehr wirklich das große Problem. Ja, Konfusion. Sollte eigentlich reichen, oder? Ja, dachte ich mir. Kampfende. Wenigstens haben wir es geschafft. Aber es war kein glanzvoller Kampf. Wenn Pokémon ihre Attacken einsetzen, komme ich aus dem Staunen nicht mehr raus. So, wir wechseln übrigens auch mal zwischendurch unsere Pokémon aus. Nicht, dass ihr denkt, ich bleibe bei diesem Team. Du kannst die Techniken hintereinander machen, also Tempo und dann direkt Kraft geht. Ach so. Ach so meintest du das. Ja, okay, stimmt, da hast du recht. Wenn das geht. Ich dachte nicht, dass das direkt hintereinander geht. Ich dachte, wenn man einmal Tempo eingesetzt hat, dann muss man quasi erstmal warten, weil Tempo ja quasi einem zwei Angriffe gibt, wenn man so möchte. Entschuldigung. Okay, dann habe ich das komplett falsch interpretiert. Aber danke für die Aufklärung. Oh je, jetzt ist Pikachu sicher sauer auf mich. Ja, ist es. Es ist schon abgehauen. Ich habe schon gesehen. Es läuft da hinten. Tschüss. Danke für den Kampf. Nimm diese Anleitung. Schleichsprays. Eine Pfobeere und eine Schutzblume. Ne, drei Schutzblumen. Weißt du, ich untersuche gerade die Verzerrung des Raumzeitgefüges. Hast du schon davon gehört? Sie soll in letzter Zeit in verschiedenen Orten auftreten. In diesen Verzerrungen gibt es tolle Items zu finden, aber auch viele starke Pokémon. Pass gut auf, falls du dich hineingegibst. Also dann, gehen wir zur Sumpflandbasis. Ich gehe erstmal ganz woanders hin. War da nicht immer so ein Punkt normalerweise? Nein? Okay. Ja, wir wollen nämlich die Quest mit dem Driftlon machen. Das werde ich als nächstes machen. Das heißt, ich werde jetzt meine Pokémon heilen und dann automatisch mich in die Nacht begeben. Dann. Und wir können auch das Team noch wechseln, ne? So. Warte, Pokémon. Genau, also warte mal. Jetzt kann ich hier mal ein bisschen austauschen. Ich will ja alle meine Pokémon leveln. Guck mal hier. Was haben wir denn hier? Schon mal Enton. Guck mal hier, Level 16, Level 13. Ich muss die aber auch tatsächlich... Ich meine, macht ihr das auch? Ich lasse die halt immer wieder frei. Weil ich brauche die ja nicht, oder? Benutzt ihr die immer? Behaltet ihr die oder lasst ihr die auch frei? Bringt es was, die zu behalten? Das würde mich mal interessieren, weil ich persönlich habe noch keinen Nutzen davon gesehen, dass man die behalten sollte. Was?
Meine ich das nur oder sind die schwächeren Level-Pokémon stärker als in den anderen Editionen? Also ich meine, obwohl da mehrere Level dazwischen sind. Ja, ja, eben, das ist nämlich auch schon aufgefallen. Bei diesem Spiel ist es tatsächlich so, dass es nicht wirklich viel Aussage gibt, welches Level das hat. Wenn jetzt zum Beispiel Enton Level 20 ist und mein Pokémon irgendwie Level 10 oder was weiß ich, dann kann ich dem Enton trotzdem noch viel abziehen, was eigentlich keinen Sinn ergibt, aber, also zumindest von den alten Spielen her, aber in diesem Spiel anscheinend schon. Benutze Leistungssand. Wozu? Was bringt mir das? So, dich bewege ich mal. Nicht wundern, hier in dieser Weide 8 mache ich immer die Pokémon hin, die ich behalten möchte. Also wundert euch nicht. Und die restlichen lasse ich immer frei. So. So, das behalte ich mal. So, und das kann ich freilassen. Gut, dann hätten wir das auch schon erledigt. Übrigens, bei einer Quest kriegst du Shiny Ponyta. Warum verrätst du das denn immer? Spoiler doch jetzt nicht ständig, Wise. Also wirklich ohne Witz jetzt. Also langsam werde ich ein bisschen sauer. Hör doch mal auf, solche Sachen immer zu spoilern. Du bist echt ein ziemlicher Spoilerer, ne? Ich muss dich bald echt bannen aus dem Stream, wenn du es weiter verrätst. So, warte mal, andere habe ich nicht. Okay, dann kann ich das so belassen. Warte mal, Level 9. Dich nehme ich mal mit. Dich tausche ich gegen Kadabra aus. 19, was ist das Schwächste? Ich nehme immer die Schwächsten mit, damit ich die halt eben auch hochleveln kann, falls ich die mal brauche. Das ist immer so meine Taktik bei diesem Spiel. Weil man weiß ja nie, in welcher Situation man irgendwann mal ist. Und welche Pokémon dann effektiv man braucht. So. So, ich glaube, jetzt haben wir langsam. Die 15er können wir noch mitnehmen. So, 15. So. Ja, gut. Das passt soweit. Jo. Dann ist unser Team mal wieder ein bisschen underlevelt, aber ist egal. Ich krieg Leistungssand. Juhu. So, ausruhen bis abends. Und dann muss ich halt die Quest anwählen wahrscheinlich, ne? Beziehungsweise ich habe sie ja schon angewählt, die Driftlohn-Quest. Ich bin nur gespannt darauf, wo ich eigentlich hin muss. Ach, da hinten hin? Okay. Dann muss ich ja eigentlich, warte mal, dann geht's ja über die Karte. Warte, hier ist das Ziel. Nee, da habe ich mal angepinnt, oder? Spielgefährte Driftlohn, finde heraus. Ne, hier, da. Ne, das ist nur eine neue Nebenmission. Finde heraus, ob am Strand des Aufbruchs abends ein Driftlohn mit einem Kind spielt. Warte, wo ist der Strand des Aufbruchs? Habe ich den. Wo ist denn der Strand des Aufbruchs? Den haben wir noch gar nicht gesehen, oder? Kann das sein? Welche Ambitionsflora, Rode, Hufe, also Strapazen, Strand des Aufbruchs. Ach Quatsch, das ist ja im Dings drinne. Wahrscheinlich, ne? Das ist der Anfangsbereich. Ich Trottel. Das ist da, wo wir am Anfang gespawnt sind, oder? Strand des Aufbruchs. Klingt doch schon so. Alter. Kann ich hier jetzt eigentlich auch Plus drücken? Nee, ne? Nee, kann ich nicht. Macht es Sinn, ein neues Gebiet, kleinere Pokémon mitzunehmen? Ganz schön riskant. Ja, das ist riskant, ich weiß. Aber bis jetzt hat es ganz gut geklappt und ich muss die anderen ja auch leveln. Natürlich könnte ich jetzt auf Nummer sicher gehen und nur meine Stärksten mitnehmen, aber dann muss ich offscreen wieder so viel arbeiten. Deswegen. Mirim, so. Mirim, so. Ich habe auch, ich weiß nicht, ob ich das ausgesprochen sprechen soll, aber vielen, vielen Dank. Großes, fettes Herz an dich. Dankeschön für den Sub. Vielen Dank. Und das, obwohl ich gerade die Quest total falsch interpretiert habe. Vielen Dank, wirklich. So, hier müsste irgendwann mal ein Driftlohn erscheinen.
Ich finde die Dämmerung so geil, ne? Oh, guck dir das mal an. Oh. Ich liebe die Dämmerung. Es tut mir leid. Ich weiß, die Grafik ist nicht die beste, aber guck sie dir an. Oh. Ich finde das so cool. Da ist es. Da ist es. Aber die muss ich auch noch nehmen. So. Dann befinden sich noch 5 Geisterlichter. Die suche ich aber übrigens offscreen, Leute, ne? Das mache ich nicht im Stream. Hallo, du da vom Forschungstrupp. Achso, das war ein Kind, Entschuldigung. Ich würde gerne nach Hause gehen, aber Driften lässt mich nicht los. Boah, ist das gruselig. Bitte hilf mir, nimm meine Hand und zieh ganz doll dran, ja. Oh, Alter, nicht, dass ich dir eine Hand abreiß. Ich soll was? Bitte hilf mir. Also, nimm meine Hand und zieh ganz doll dran. Lord. Juhu, jetzt kann ich endlich nach Hause. Aber Drifton ist kein böses Pokémon, weißt du? Ganz bestimmt nicht. Es macht so viel Spaß, mit ihm zu spielen. Darum habe ich den Erwachsenen nichts von ihm erzählt. Ich heiße übrigens Takeo. Also dann tschüssi. Ja, das Kind spielt mit einem Luftballon. Mit einem lebendigen Luftballon. Das ist ja eigentlich nichts Abwegiges, ne? Aber, ich find's trotzdem mega gruselig. Entschuldigung. Da ist ein Pokémon, ein Pokémon, das mit dir spielt und auf einmal willst du dich nicht mehr gehen lassen. Ich find das mega gruselig. Es tut mir leid. Warum fällt mir der Elefant ein? Welcher Elefant? Wie heißt der Elefant? Benjamin Blümchen? Welcher Elefant? Ach, it takes two. Ach so. Ach so, der Elefant. Okay, ja, okay, stimmt, mit dem Arm abreißen. Stimmt, hast du recht. Gehe ich recht in der Annahme, dass du mehr über die Sache mit Drifton herausgefunden hast? Ich bin ganz Ohr. Takes it two. Ja, das, was Brownie immer sagt. Brownie sagt immer, takes it two, ne? So ist das also. Takeo hat es vor uns geheim gehalten. Aber das klingt mir nach einer sehr knappen Rettung. Wer weiß, wohin das Drifton Takeo sonst gebracht hätte. So etwas darf der Sicherheitstrupp auf keinen Fall ignorieren. Ich werde Kommandantin Belila empfehlen, mehr Wachen zum Strand des Aufbruchs zu schicken. Zum Glück konnte Schlimmeres verhindert werden. Das haben wir nur dir zu verdanken. Einfach Toffi fragen, der weiß das. Sorry. Nein, du, nee, das ist kein Problem, wenn es mal ein Rechtschreibfehler wegen zu schneller Eingabe auf dem Computer oder am Handy ist oder sowas, das kenne ich auch. Das habe ich auch schon sehr, sehr oft mitgemacht. Aber Brownie sagt das mit Absicht immer. Der sagt es mit Absicht immer falsch, habe ich das Gefühl, weil so oft kann es kein Mensch falsch sagen. So. Was? Zeige Cassius vom Agrartrupp den vollständigen Pokédex-Eintrag von Kinoso. Haben wir noch nicht. Stelle ein Pokémon Kokeshi her und zeige. Ja, dafür brauchen wir halt eben das Holz. Erfahre mehr über das Anliegen des Dorfbewohners Lago. Ja, dann machen wir das. Wegen des seltenen Ponitas. Stimmt, das habt ihr gesagt. Ich soll das seltene Ponita mal holen, ne? Das ist wahrscheinlich das Shiny Ponita, ne? Was wir gespoilert bekommen haben. Was habt ihr denn davon zu spoilern? Ich meine, es ist immer schön, mit anderen Leuten über gewisse Dinge im Spiel zu reden. Das ist immer schön. Aber lasst die Leute das doch erstmal selbst rausfinden. Und wenn sie es dann rausgefunden haben, dann können wir uns drüber unterhalten. Aber der Moment, in dem man solche Sachen einfach selbst rausfindet, ist einfach so wahnsinnig schön, dass man das auch anderen Leuten nicht wegnehmen möchte, oder? Du bist bestimmt wegen Ponita hier. Ich habe schon auf dich gewartet. Auf der Hufeisenwiesen ist ein Ponita aufgetaucht, das ein wenig anders aussieht als die anderen Ponita. Ich finde das ehrlich gesagt etwas gruselig. Als ich meinen Professor Rat eingeholt habe, sagte er, dass er es auf jeden Fall untersuchen möchte. Bitte fang dieses seltene Ponita auf den Hufeisenwiesen. Das wäre eine große Hilfe. Ja, aber das ist ja dann eigentlich gar nicht wirklich so selten, ne? Das heißt, jeder im Spiel, jeder, der dieses Spiel spielt, kriegt instant mal einen Shiny Ponita. Ich weiß nicht, ob das wirklich so
besonders ist. Das ist wie diese Shinies, die du durch Aktionen bekommst. Das macht Pokémon ja ganz gerne mal. Dann sagen sie irgendwie bei Schwert und Schild zum Beispiel, wenn ihr zu GameStop geht, kriegt ihr einen Code, wo ihr ein Shiny irgendwas bekommt. Ja. Und das hat dann aber auch jeder, der das gemacht hat. Also so besonders ist das ja dann gar nicht mehr, oder? Freut man sich dann noch darüber? Osan Kingleon, hallo! Ich hoffe, dir geht es gut. Warte mal. Genau, also da, Hufeisenwiesen. Hufeisenwiesen. Schrecklicher Name, Entschuldigung. Aber guck mal, das ist ja jetzt zum Beispiel auch im Anfangsgebiet. Das heißt, selbst wenn ich jetzt hier underlevelte Pokémon dabei habe, sollte das jetzt nicht allzu großes Problem sein, weil die Pokémon, alle, die hier alle rumlaufen, sind ja eigentlich alle noch ziemlich läppsch. Also die haben ja nicht wirklich, also die sind ja nicht wirklich groß eine Schwierigkeit, wenn die mich angreifen sollten. Ich kann ja auch das Pokémon immer wechseln. Also ich habe ja auch ein bisschen stärkere Pokémon dabei, nicht nur dieses Panikon mit Level 9. Und das levelt sich wahrscheinlich auch irgendwie ganz schnell wieder hoch. Aber hier kann man viel looten. Das muss ich machen. Ich verstehe nicht, warum immer so viel spoilern. Ich glaube noch nicht mal, dass es von vielen auch wirklich so gemeint war. Ich kann mir auch vorstellen, vielleicht bin ich auch zu gutgläubig. Ich kann mir auch vorstellen, dass manche Leute halt einfach denken, sie sagen jetzt gerade eine Information, die nicht unbedingt Spoiler ist, sondern halt einfach eine Information ist, die sie gerne teilen möchten. Und ja, das ist dann halt einfach so. Das ist aber nicht das Ponyta, ne? Kann ja sein. Aber ich habe jetzt halt schon mehrere Male gesagt, dass ich das nicht möchte, weil gerade dieser Schreiber ist halt wirklich so oft jetzt, also 3 oder 4 Spoiler waren jetzt dabei, wo ich gesagt habe, jetzt komm, jetzt hör aber echt mal auf. Und trotzdem hat er immer weiter gespoilert und deswegen irgendwann muss ich, platzt mir dann auch noch die Hutschnur, ne? Da ist es. Boah, das sieht aber echt schön aus, ne? Dort ist das seltene Ponyta. Das sieht aber echt schön aus. Wo ist es denn jetzt? Ach, da hinten. Mein aktuelles Gebiet. Aber was ich auch manchmal bei Gronkh sehe, das ist so heftig. Ja, bei Gronkh schleichen sich wahrscheinlich so extrem viele Idioten ein, die halt einfach, also wirklich viele Idioten, die halt wirklich nur reinkommen, um zu spoilern. Einfach nur so aus Prinzip. Da gibt es bestimmt so, so viele. Warte, ich nehme direkt einen Superball. Nicht, dass ich irgendwie blöde Sachen mache. Ich glaube, das sind teilweise eben noch nicht mal die Leute, die... Da oben vorne ist das Agro-Pokémon. Noch nicht mal die Leute, die wirklich intensiv immer seine Streams schauen und das einfach nicht wissen, sondern das sind einfach nur Idioten, die einfach reinkommen wollen, um den Spaß zu verderben. Da gibt es wirklich... Ich glaube aber nicht, dass ich jetzt wirklich das Problem hätte mit dem Schreiber von vorhin, der jetzt offensichtlich gerade im Chat nicht mehr ist, aber... Das ist ein Evoli! Glaube ich noch nicht mal, dass das wirklich Absicht war, so viel gespoilert oder beziehungsweise nicht wirklich böswillig gemeint war. Aber bei Gronkh gibt es halt extrem viele, die böswillig, glaube ich, spoilern. Da bin ich mir ziemlich sicher. So. Evoli, schnell. Ich finde es aber auch schön, wie er diesen Namen dann auch richtig rauspickt und direkt anspricht, was das soll. Ach so, ja gut, die negativen Nachrichten werden tatsächlich auch immer häufiger gesehen. Merke ich aber auch immer. Wenn man im Chat nicht alles lesen kann, was bei mir jetzt eher selten vorkommt, meistens kann ich ja im Chat wirklich alles lesen, aber für den Fall, dass man nicht alles lesen kann, liest man die negativen Nachrichten irgendwie immer häufiger. Ich weiß nicht wieso. Die stechen mehr raus. Wenn du überfliegst, dann stechen die negativen Nachrichten echt immer deutlicher heraus. Und dann liest du sie vor und dann regst du dich drüber auf. Solltest du eigentlich auch nicht machen. Eigentlich solltest du die negativen Nachrichten gar nicht lesen. Ich habe einen Evoli gefangen. Alter. Okay. Ich lasse dich jetzt mal in Ruhe, Ponyta. Ich weiß nicht, ob ich Ponytas Pokédex-Eintrag noch vervollständigen muss. Da ist noch ein Evoli! Alter, jetzt habe ich aber auch Glück.
Jetzt habe ich aber mega Glück. Ich habe Omega Glück. Okay, warte. Von hinten? Das zählt als von hinten, oder? Es war von der Seite. Was? Nein! Ich schaff's trotzdem. Komm, du läufst nicht weg. Es ist Level 6, Alter. Ah, Mist. Verdammt. Ich habe einen Evoli Level 6 dich instant gefangen. Was soll denn das? Okay, also ihr wisst jetzt, hier vorne kriegt man Evolis bei Nacht. Das könnt ihr euch jetzt mal angucken. Also hier, ich zeige euch nochmal ganz kurz, falls ihr sie selber habt. Hier bei den Hufeisenwiesen, hier oben, kriegt man Evoli bei Nacht anscheinend ziemlich gut. Ich habe jetzt zwei instant gefunden. Müsst ihr euch merken. Weil ihr braucht viele Evolis, damit ihr alle Evolitionen bekommt. So. Will ich noch ein bisschen looten und dann machen wir die Quest fertig. Chinch, hallo. Dich habe ich noch nicht begrüßt, oder? Ich möchte auch eins. Ja, geh hier hin. Hier sind anscheinend echt viele. Aua. Also wie gesagt, zwei habe ich schon mal instant gefunden. Gut, so oft werden sie nicht spawnen. Ich denke schon, dass Evoli vielleicht ein kleines bisschen schwieriger zu bekommen ist. Also nicht das ganz easy, cheesy, peasy Pokémon. Aber es scheint jetzt auch nicht das allergrößte Problem zu sein, wenn man hier bei Nacht hingeht, wird man wahrscheinlich immer mal wieder eins treffen. Deswegen hänge ich da fest. Nee, es ist einfach so, dass die diese Kommentare von sich geben, einfach damit übertreiben und Kronk holt sie dann wirklich vom hohen Ross runter. Ja, gut, das ist dann auch wirklich sein gutes Recht und es ist eigentlich auch vernünftig, dass er dann versucht, irgendwie ins Gewissen zu reden. Nur viele Leute, wenn sie es übertreiben, habe ich das Gefühl, das ist einfach ein Aufmerksamkeitsgesuch. Wenn sie es wirklich übertreiben mit Informationen, von denen sie genau wissen, dass Kronk sie eigentlich nicht ab kann, sie nicht wissen will, dann machen sie das halt mit voller Absicht, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und sich dann halt wirklich dann auch noch die Mühe zu machen und denen die Aufmerksamkeit zu schenken, ist vielleicht der falsche Ansatz, manchmal. Ja, 60, aber gut, ich habe sowieso nicht da. Ich wollte nur ganz kurz hier mein Ergebnis abgeben, damit ich die Punkte kriege.